Es bildet sich gerade eine Situation direkt unten am Hermannplatz. Ich weiß nicht, ob heute noch ein bisschen was passiert, aber es ist ja so, dass es mit dem 1. Mai mal weniger wird. Und jetzt gibt es hier noch eine kleine Auseinandersetzung. Und ja, so ein bisschen nebenbei mal Leute, die ein bisschen Stress machen. Es geht da natürlich um Palästina, dass sie ein Zeichen setzen wollen. Und dementsprechend gibt es Leute, die mal vereinzelt hier ein bisschen nach außen rufen. Ne, und dass hier auch Leute so ein bisschen sich da gegeneinander... Ich weiß nicht, vielleicht wollen die unbedingt festgenommen werden. Was ist hier los? Haben Sie ein bisschen was mitbekommen? Nicht? Sie waren ganz viele Polizisten da. Ja. So eng hier alles. Ja, da kommen noch mehr, ne? Ja. Aufgeregt gewesen. Ja. Es war so richtig jetzt. Also war bis jetzt ja gar nichts, ne? Fast nichts. Ja, also den Moment wollte ich trotzdem mal einfangen. Ja, hat gerade hier. Und dann, ja, die Polizei. Ja. Haben Sie vielleicht so ein bisschen Erfahrung, was die Polizei verabreicht bekommen könnte, damit die etwas kontrollierter oder ruhiger bleiben? Also die sind ja sehr, sehr kontrolliert und gezielt, ne? Kann er was dran sein oder ist das Quatsch? Oder sind sie so geschult worden? Nein, nein. Ja, ja. Das meinen Sie nicht. Absolut nicht. Okay. Adrenalin vielleicht. Ja. Wenn er sehen und so. Dann darf sich da Aggression an. Das heißt, sie kriegen nichts verabreicht, so, damit sie extra stärker sind oder ruhiger. Okay. Die werden wahrscheinlich immer getestet alle halbe Jahre, ne? Ich danke Ihnen. Das Einzige ist, dass die halt auch selbst, es gibt halt Polizisten, die brutaler sind und halt das sind. Man kann sich das aufbauen. Das war früher, heute haben ja viele gar keine Schlagstöcke mehr oder so. Wenn dann, ja, dann halt Schlagstöcke frei oder so. Dann, ich fand es in den 90ern viel härter als ja. Das ist ja hier gar nicht mehr. Ja, also, wohin sieht man kaum. Wobei, ne? Also ist auch schön, ist auch schön, ja. Das ist nicht mehr so gewaltsam. Ich bin selber 86er Jahrgang. Und 93, 94, 96, das war eine Zeit. In Kreuzberg, am Kultusrat vor. Ja, also, aber jetzt, es verändert sich, ne? Danke für Ihre Meinung. Ne? Ja. Ja, genau, ich mache für mich so ein bisschen den Lauf rum. Genau. Dankeschön, ciao. Schönen Tag. Ja, vereinzelt hier noch ein bisschen stressig, aber jetzt war ja auch nicht viel. Das war jetzt auch nichts. Ne? War jetzt nichts Besonderes an sich. Naja. Die provozieren also ein bisschen ein paar Leute, aber. Also, bist du sicher? Ja. Okay. Sagen, nein, ich will nicht. Ja. So, die junge Dame wollte jetzt gefilmt werden. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Okay. Wo ist denn jetzt gerade was am Abgehen? Ich meine, gleich, aber nicht jetzt. Gleich, ja. Achso, doch noch am Abend, ja? Ja. Ah, die weil machen mit Bomben, mit Raketen. Weil ich, sag sowas nicht mal. Nee, weil ich dachte, jetzt ist vorbei. Nein, nein. Komm noch. Vorbei. Ja. Also, stattfinden darf, okay. Aber es ist die gesagte Okay, jetzt die Unangemeldete. Ja, genau. Okay, was ist mit Kreuzberg? Da ist ja nichts mehr. Ja, das war auch nicht. Ja. War da was in Kreuzberg? Nein, ich guck mal gleich mal Südstern. Ja, Dankeschön, ja, danke ja. Für Ihre Meinung. Mann, die Jugendlichen nerven mal, immer das Gelaber von den Jugendlichen. Schauen wir mal. Komm mal her, komm mal her. Aber keiner traut sich zu mir zu kommen. Wenn die Kamera an ist. Wir gehen kurz hoch. Alles klar. Danke, Bro, danke, Bro. Hey, geht hier überhaupt noch was oder war es das jetzt? Ich glaube, ja, da oben gibt es noch Schlägerei. Also okay. Bar. Aber jetzt Kreuzberg oder doch nicht? Ich meine, das war es jetzt nicht gewesen, oder? Da geht es noch Kreuzberg. So verteilt, sag ich. Ja, ja. Ah, Mann. Überall Polizei. Für Ich hab ja zwei Sachen gemacht. TikTok ist eher so für Jünger. So, deine Gedanken. Alles gut. Ja, dann viel Spaß. YouTube ja. Ist etwas ernster, mal lieber. Mach's gut, ja. Schönen Abend. Ciao, ciao. So! Dass ich immer aufs Neue immer alles erklären muss, das ist halt so. Ja, ich muss halt immer aufs Neue immer. Jawohl.
Die Mädels haben hier was vor heute. Wieder hier gelandet, in der U-Bahn. Wollte ich eigentlich gar nicht sein hier. Wir gehen mal ganz kurz. Wir schauen mal, wo was abgeht. Oben Schlägerei, keine Ahnung. Wir gehen kurz hoch. Ja, also das erste Mal ist wirklich sehr, sehr lau ausgefallen. Ja, finde ich, war jetzt nichts wirklich Besonderes. Aber schauen wir mal, vielleicht kommt da noch mal was. Wir müssen halt gucken. Ah, Polizei ist immer noch mit am Start. Ist halt nichts Besonderes. Vielleicht müssen wir wieder nach Kreuzberg fahren, ich weiß es nicht. Weil hier ist nichts, Alter. Guck mal. Die Musik ist nicht so gut, Alter. So macht er die Mucke an einfach. Ja, easy. Kurzes Video nochmal hochladen. Warum nicht? Vielleicht kommen die später nochmal alle. Richtung Sonderlee weiß ich immer. Jedes Jahr. Brennen immer Barrikaden, aber jetzt sehe ich nichts. Ich bin noch nicht auf Stress aus. Ich frage nur noch. Weil normalerweise geht hier die Luzi. Naja. Ein bisschen Polizei vereinzelt. Ich überlege, ob wir direkt nochmal nach Kreuzberg gehen, weil hier ist nichts, Digga. Absolut gar nichts. Ich weiß nicht. Wie gesagt, ich sehe nichts. Ist tot. Ja. Wir machen mal jetzt kurz die 8 Minuten voll. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ja. Oder kann man die Polizei ja direkt fragen, keine Ahnung. Naja. Ich glaube, es wird nochmal Kreuzberg sein. Wir fahren nochmal kurz am Kotti in Richtung Südstern nochmal ein bisschen was. Ja, müssen wir mal schauen. Aber da wird es genauso sein. Ich glaube nicht, dass da was abgeht. Also, wir sehen ja, die Leute sind strömen hier in Massen. Bloß, hier ist nichts. Ja, aber es ist echt nichts. Ne? Es ist nichts. Verzeihung, darf ich Sie mal kurz fragen, auch wenn Sie nicht draußen sind. Muss ich denn jetzt nach Kreuzberg oder soll ich in Neukölln bleiben? Ich meine, das ist ja nicht gewesen, oder? Ich verstehe die Frage gar nicht. Die Frage ist, wo ist denn hier so ein bisschen Action? Ich glaube, Sie wollten, dass ich das direkt ausspreche. Gewalt. Gewalt, genau, Gewalt. Heute gibt es keine Gewalt. Meinen Sie, ne? Okay, krass, aber ich finde das sehr gut. Ich finde das sehr gut. Zwar nicht für meinen Content. Heftig, es wird ja jedes Jahr immer ruhiger. Cool, finde ich cool. Ja. Corona war ja ganz anders. Ja, ja. Heftig, der erste Mal gehört bei der Vergangenheit an. Das ist krass. Das war die ganze NRW-Polizei ja umsonst hier mit den Bayern. Ich glaube, die wurden mal richtig schön. Hey, ja, heftig. Wow. Also ja gut, wir schauen uns natürlich nochmal um. Danke. Schönen Abend. Ciao. Ja, ihr habt's gehört, ne? Da ist nichts mehr. Das war's. Ja, krass. Tja, da ist ein E-Scooter. Ich schnappe jetzt den E-Scooter und hau wieder ab. So ist das. Alle gehen nach Hause. Das war's, das Gewicht. Das war's, Bro. 1. Mai? Wow, ich bin beeindruckt. Ich nix. Nur heute ein paar Rängeleien waren das, aber mehr war das ja auch nicht. Mein Name ist J6, in dem Sinne, haut rein. Peace. Bis zum nächsten Video. Grüße aus Berlin Hammerplatz. Jetzt hier in der Nacht, absolut gar nichts los. Vielleicht kommen noch die Palästinenser raus. Mal schauen.